Hallo zusammen! In der Serie der Wartungsvideos führen wir heute den Dieselfilterwechsel durch. Wie euch Sheila bereits gezeigt hat, befindet sich der Dieselfilter hier unten. Den bauen wir jetzt einmal raus. Um den Filter auszubauen, müssen wir da oben diese zwei Stecker lösen. Das geschieht, indem man hier zusammendrückt. Wenn man dann die zwei Schläuche entfernt hat, geht man dann da unten den Elektrostecker noch abziehen. Hierfür löst man mit einem Schraubenzieher einen Clips hier und drückt dann das Ganze nach unten. Danach nehmen wir die Klammern von den Schläuchen weg. Die kann man einfach öffnen. Da unten dasselbe. Und zum Schluss lösen wir noch diese Schraube hier, dann können wir den ganzen Dieselfilter rausziehen. Das ist der alte Filter. Wir werden nun den Elektrostecker demontieren und diesen an unseren neuen Filter montieren. Beim alten Filter drehen wir hier den Elektrostecker drauf. Der alte Diesel wird rausgelassen. Mit dem neuen Filter wurde ein Dichtungsring mitgeliefert. Diese werden wir nun austauschen. Danach drehen wir hier unten die Plastikkappe drauf und drehen den Elektrostecker wieder hinein. Der Filter wird so eingebaut, dass die Düse da oben hinten hineinkommt. Mit dem Bogen hängt man hier hinein. Und ganz zum Schluss hängen wir wieder den Elektrostecker dran. Das ging jetzt aber sehr schnell und es ist nicht notwendig, dass man den Dieselfilter zuerst mit Diesel auffüllt. Ihr könnt einfach ein paar Mal den Motor versuchen anzulassen. 5 Sekunden ging es bei uns. Ja, wenn euch das Video zum Dieselfilter gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen hoch. Es hat noch weitere Wartungsvideos unten in der Beschreibung. Und vergesst nicht zu abonnieren. Bis bald.